Now we are delighted and honored that Professor Dr. Norbert Lammert, President of the Bundestag, will hold the keynote speech today. Norbert Lammert has taken responsibility for the public good in a wide variety of positions. He serves the Bundestag as president since 2005. He is a member of the Bundestag since 1980. And he is also a member of the Presidential Committee of the Christian Democratic Union, CDU. He has been a parliamentary secretary of state in various federal ministries, among them, not unimportant for us, the Federal Ministry for Education and Science. And academically, he has studied political science, history, sociology, and economics at the University of Bochum, where he also got his doctorate degree and where he has been appointed as honorary professor in 2008. A very warm welcome and thank you to the President of the Bundestag. Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, liebe Studierende, thank you very much for the kind invitation. I hope that you don't expect me to speak English, which would be possible if necessary, but the most spoken mother language in Europe still is German. And believe it or not, it is still the official language of the country which I represent. Insofar, you hopefully understand that I speak German. Meine Damen und Herren, über Europa ist eigentlich alles gesagt. Alle Freundlichkeiten sind ausgetauscht, mehrfach. Alle Unfreundlichkeiten auch, eher im Übermaß. Alle Errungenschaften sind gefeiert, alle tatsächlichen und vermeintlichen Niederlagen sind beinahe bewältigt und der gegenwärtige Zustand Europas ist durch eine seltsame Kombination von bräsiger Zufriedenheit und latenter Frustration gekennzeichnet. Würde man mich bitten, die gegenwärtige Lage Europas in zwei Sätzen zusammenzufassen, dann hätte ich eine freundliche und eine weniger freundliche Botschaft. Die freundliche Botschaft lautet: Wenn man Europa, die europäische Geschichte, wie gerade auch im Grußwort mit den alten Griechen beginnen lässt, dann ist mit Blick auf die politische Verfassung Europas dieser Kontinent in 2500 Jahren niemals in einer besseren Verfassung gewesen als heute. Ausnahmslos alle europäischen Staaten verfügen zum ersten Mal überhaupt in der europäischen Geschichte über frei gewählte Parlamente und demokratisch legitimierte Regierungen. Günstigere Bedingungen für vereinbarte gemeinsame Zukunftslösungen hat es in Europa nie gegeben. Und der zweite, nicht ganz so freundliche Befund lautet: Nie wusste Europa weniger, was es aus dieser außerordentlich günstigen Bedingung denn nun eigentlich machen wollte, als gegenwärtig. Mir fällt in diesem Zusammenhang häufig ein schlichter, aber nachdenklicher Satz des großen tschechischen Autors und späteren Staatspräsidenten der tschechoslowakischen, später der Tschechischen Republik, Václav Havel ein, der in einer seiner letzten Reden als Staatspräsident einmal gesagt hat: Solange wir um unsere Freiheit gekämpft haben, wussten wir, was wir wollten.
Jetzt haben wir die Freiheit und wissen nicht mehr so genau, was wir eigentlich wollen. Ich habe mich in dem notwendigerweise limitierten zeitlichen Rahmen, der uns heute Morgen für das gemeinsame Nachdenken zur Verfügung steht, entschlossen, eine Bemerkung zu der Errungenschaft des europäischen Integrationsprozesses zu machen, wie ich sie jedenfalls verstehe, und dann auf drei Asymmetrien dieses europäischen Integrationsprozesses aufmerksam zu machen, die vielleicht erklären helfen, warum dieser Prozess sich in einer so komplizierten Situation befindet, wie das ja ganz offenkundig der Fall ist, um daraus, nein, nicht eine verlässliche, schon gar nicht verbindliche Zukunftsperspektive herzuleiten, aber doch hoffentlich mindestens die Motivation, an einer solchen Zukunftsperspektive gemeinsam zu arbeiten, was ich auch als die eigentliche Intention dieses Studienjahres hoffentlich richtig verstanden habe. Beginnen will ich mit der Errungenschaft dieses Prozesses. Dass wir in einer Zeit der Globalisierung leben, gehört zu den schon nicht mehr sehr originellen Befunden der Realitäten, mit denen wir zu tun haben. Niemand wird dieser Bemerkung widersprechen, auch wenn nicht notwendigerweise unter dem gleichen Begriff Globalisierung alle auch ganz genau das Gleiche verstehen. Aber dass wir in einer Welt leben, die größer ist, als sie jemals zuvor war und gleichzeitig kleiner geworden ist, als sie jemals zuvor war, das ist den allermeisten Menschen schon irgendwo bewusst. Nie haben auf diesem Globus mehr Menschen zusammengelebt als gegenwärtig. Und nie haben diese immer mehr Menschen so viel voneinander gewusst wie gegenwärtig. Nie sind sie so nah einander gewesen. Niemals zuvor hat es die Möglichkeit gegeben, jeden beliebigen Platz auf diesem Globus spätestens innerhalb von 24 Stunden zu erreichen. Und schon gar nicht hat es jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit, also einige 10.000 Jahre, einen vergleichbaren Zustand gegeben wie diesen, dass eine Information, die irgendwo auf diesem Globus verfügbar ist, prinzipiell an jedem Platz der Welt gleichzeitig verfügbar ist. Diese Veränderungen, die im Übrigen ganz offenkundig irreversibel sind, haben Globalisierung erst möglich gemacht. Und dadurch, dass Globalisierung möglich geworden ist, ist sie zugleich unvermeidlich geworden. Das heißt, was immer wir davon halten mögen, und es soll ja Leute geben, die das eher für ein Problem als für eine Errungenschaft halten, sicher ist, dahinter gibt es kein Zurück. Das ist die Welt, in der wir leben, und unter diesen Bedingungen werden auch weitere Generationen aufwachsen. Ich will Ihnen sagen, was ich unter den vielfältigen Aspekten und Wirkungen der Globalisierung für die politisch wichtigste, weil nachhaltigste Folge halte. Die Globalisierung entzieht den über Jahrhunderten gewachsenen Nationalstaaten zunehmend das, was sie für ihr eigentliches Kerngeschäft halten, nämlich Herren ihrer eigenen Angelegenheiten zu sein. Oder noch etwas zugespitzter formuliert, den Nationalstaaten geht genau das verloren, was jahrhundertelang Kern ihres Selbstverständnisses war, nämlich souverän zu sein. Selber, alleine, unabhängig von anderen darüber entscheiden zu können, was im jeweils eigenen Land gilt. Die Zeiten sind vorbei.
und sie kommen auch nicht wieder. Und wiederum etwas zugespitzt formuliert, die 200 Staaten, rund 200 Staaten, die heute in den Vereinten Nationen zusammengeschlossen sind, unterscheiden sich nicht dadurch voneinander, dass die einen souverän sind und die anderen nicht, sondern wenn überhaupt, unterscheiden sich insofern dadurch voneinander, dass die einen begriffen haben, dass sie nicht mehr souverän sind und die anderen es nicht begreifen wollen. Falls Ihnen Beispiele einfallen, ist mir das sehr recht. Die nach meinem Verständnis bislang überzeugendste, intelligenteste, zugegebenermaßen auch anspruchsvollste und komplizierteste Antwort auf die irreversiblen Folgen der Globalisierung heißt Europa. Nirgendwo auf diesem Globus gibt es bisher ein anspruchsvolleres Projekt, auf den Verlust nationalstaatlicher Souveränität zu reagieren, als es im europäischen Integrationsprozess zum Ausdruck kommt. Nämlich durch Teilen von Souveränität, durch gemeinsames Wahrnehmen von Herausforderungen und Verantwortungen, auf die der Nationalstaat eine durchsetzbare eigene Kompetenz nicht mehr hat, einen möglichst großen Einfluss auf die Rahmenbedingungen der künftigen Entwicklung dieser Welt und damit auch der eigenen Zukunftsperspektiven zu behalten. Navid Kermani, der große, aus dem Iran familiär stammende deutscher Autor, inzwischen mit allen relevanten deutschen Kulturpreisen ausgestattet, hat in einer Berliner Europa-Rede vor ein paar Jahren mal gesagt, für ihn sei der europäische Integrationsprozess nicht nur die wichtigste Innovation des 20. Jahrhunderts, sondern möglicherweise der größte einzelne Fortschritt, den es in der europäischen Geschichte jemals gegeben habe. Solche Übertreibungen dürfen sich Schriftsteller erlauben. Politiker sollten da ein bisschen vorsichtiger sein. Aber ich würde ihn nicht zitieren, wenn ich ihm nicht im Kern zustimmen wollte. Nun wissen die meisten von Ihnen, dass sich dieser europäische Integrationsprozess unter dem Eindruck traumatischer Erfahrungen von zwei Weltkriegen, die beide auf europäischem Boden stattgefunden haben, und deren wichtigste einzelne Ursache die auf Dauer gesetzte Rivalität europäischer Nationalstaaten und ihr Vormachtstreben war, dass dieser europäische Integrationsprozess nicht ganz so geradlinig verlaufen ist, wie er bei einer extrapolierten Betrachtung vielleicht erscheinen mag. Und deswegen möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass es in diesem Integrationsprozess drei Asymmetrien gegeben hat, die für mich jedenfalls die wichtige Erklärung dafür sind, warum der Zustand so schwierig ist, in dem wir uns gegenwärtig befinden. Die erste Asymmetrie ist die Dominanz der Ökonomie gegenüber der Politik. Die zweite ist der Vorrang der Erweiterung der Gemeinschaft vor der Vertiefung der Gemeinschaft. Und die dritte Asymmetrie ist die lange, vielleicht allzu lange Dominanz der Exekutive gegenüber der Legislative und dem damit verbundenen demokratischen Legitimationsproblem dieses europäischen Integrationsprozesses. Ich kann jetzt alle drei Aspekte nicht mit der Gründlichkeit behandeln, wie das eigentlich erforderlich wäre, mache das jetzt ein bisschen stichwortartig und muss mit dem Hinweis beginnen, dass der europäische Integrationsprozess natürlich nicht mit den römischen Verträgen begonnen hat, an die wir in diesem Jahr eigentlich hätten erinnern sollen,
Denn es ist jetzt genau 60 Jahre her, seit die römischen Verträge unterzeichnet wurden. Sondern diesen römischen Verträgen vorausgegangen war der ehrgeizige Versuch, den Kernbestand nationalstaatlicher Souveränität, nämlich Landesverteidigung, zum Gegenstand einer europäischen Gemeinschaftsaufgabe zu machen. Der Versuch, eine europäische Verteidigungsgemeinschaft zu gründen, EVG. Das war mehr als eine spontane Idee. Darüber wurde ernsthaft verhandelt, übrigens unter genau den gleichen Ländern, die dann später die römischen Verträge abgeschlossen haben. Es wurde sogar ein Vertrag unterzeichnet von allen 6 Regierungen. Er wurde auch in 5 von 6 der nationalen Parlamente ratifiziert, darunter selbstverständlich auch im Deutschen Bundestag. Und gescheitert ist er in der französischen Nationalversammlung. Das hat nachträglich betrachtet durchaus eine beachtliche Logik. Denn den damaligen Mitgliedern des Deutschen Bundestages, ich gehörte noch nicht dazu, obwohl sich diese Fama inzwischen auch gelegentlich verbreitet, den damaligen Mitgliedern des Deutschen Bundestages fiel der Verzicht auf diese staatliche Souveränitätsrecht schon deswegen nicht schwer, weil das geteilte Deutschland unter Besatzungsstatut damals gar keine Souveränität hatte. Während unsere französischen Nachbarn damals nicht im Traum daran dachten, eine Souveränität aufzugeben, von der sie sich damals noch einbildeten, dass sie sie besäßen. Und so ist dieses Projekt gescheitert und hat Raum gegeben für einen neuen Anlauf, der sich auf ein Interesse konzentrierte, das allen gemeinsam war. Einen großen gemeinsamen Markt mit möglichst wenig Behinderungen zu schaffen, von dem man sowohl als Produzent wie als Konsument wechselseitig profitieren würde. Die römischen Verträge haben im Kern eine Wirtschaftsgemeinschaft begründet. EWG, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, das war der Vertragsgegenstand der Europäischen Gemeinschaft. An den Verhandlungen war im Übrigen zum römischen Verträgen war auch eine britische Delegation beteiligt, die nach wenigen Tagen mit der bemerkenswerten Begründung abreiste, aus diesem Projekt werde sicher ohnehin nichts. Tatsächlich ist aus diesem Projekt nachweislich nicht nur irgendwas geworden, sondern es wurde eine so überrumpelnde Erfolgsgeschichte, dass sich immer mehr europäische Staaten, die zu den 6 Gründerstaaten nicht gehörten, daran möglichst schnell beteiligen wollten, darunter auch Großbritannien, was dann wiederum am heftigen Widerstand des französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle scheiterte. Und erst nachdem der nicht mehr im Amt war, konnten die Briten Mitglied werden. Und so hat sich dann über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten, zunächst unter den Bedingungen des Kalten Krieges reduziert auf westeuropäische Staaten, diese europäische Gemeinschaft ständig erweitert. Aber, und darauf will ich aufmerksam machen, sie ist geprägt gewesen durch den Vorrang ökonomischer Interessen vor politischen Integrationseffekten. Bis hin zum vorläufigen Höhepunkt der Einführung einer gemeinsamen europäischen Währung, ein historisch beispielloses Projekt. Es hat noch nie eine Staatengemeinschaft gegeben, die unter Aufrechterhaltung nationaler Steuerpolitik, nationaler Haushaltspolitik, nationaler Wirtschafts- und natürlich schon gar nationaler Sozialpolitik eine gemeinsame Währung eingeführt hat, für die sich die Briten dann wiederum Sonderkonditionen ausverhandelt hatten. Und nirgendwo ist dann auch die Asymmetrie zwischen Ökonomie und Politik deutlicher geworden als genau an dieser Stelle. Denn die Stabilität einer gemeinsamen Währung setzt eine stabile gemeinsame Haushalts-, Fiskal-, Steuerpolitik voraus, die diese Gemeinschaft gar nicht betreiben konnte, weil es dafür die vertraglichen politischen Voraussetzungen nicht gab. Ich erinnere mich selber gut an manche Debatten
in den 90er Jahren, wenn im Bundeskabinett Helmut Kohl gelegentlich dann auf dieses Problem aufmerksam gemacht wurde und regelmäßig antwortete, erst die Einführung einer gemeinsamen Währung wird in Europa die politische Integration erzwingen, die ohne diese technische Notwendigkeit freiwillig nie zustande kommen wird. Das war nicht völlig doof. Leider aber auch nicht wirklichkeitsnah genug, sondern hat dann Raum für genau die Turbulenzen gegeben, die wir in den vergangenen Jahren zum Missbehagen fast aller Beteiligten ja in überdeutlicher Form erfahren haben. Folge dieses ökonomischen Erfolgsprozesses war, dass sich die Gemeinschaft ständig erweitert hat. Und damit bin ich bei der zweiten Asymmetrie. Nicht nur in Westeuropa, sondern nach dem Fall der Mauer und der Stacheldrahtzäune in Europa, auch unter Einbeziehung von Mittel- und Osteuropa, haben immer mehr Länder von dieser Beteiligungsperspektive Gebrauch gemacht. Und da aus wiederum verständlichen Gründen man diese historische Chance der Mitwirkung möglichst aller, jedenfalls möglichst vieler europäischer Staaten an diesem Gemeinschaftsprojekt nicht blockieren wollte, hat es im Ergebnis den regelmäßigen Vorrang der Erweiterung der Gemeinschaft gegenüber der Vertiefung ihrer Institutionen gegeben. Es fällt mir schwer, daraus irgendjemand einen Vorwurf zu machen, denn die Vorstellung, man hätte Polen und Ungarn und Tschechen den Beitritt verweigern sollen, bis der bisherige Bestand Europas sich auf die Vertiefung der Institutionen verständigt hätte, falls denn je überhaupt, ist auch eine einigermaßen wirklichkeitsfremde Vorstellung. Dennoch muss man den Vorgang betrachten, so wie er stattgefunden hat. Und da Europa, was auch zu wenig im öffentlichen Bewusstsein ist, weil Europa ja nun kein Staat ist, sondern nach wie vor eine Gemeinschaft von Staaten, die allerdings immer mehr staatliche Zuständigkeiten auf eine Gemeinschaft übertragen, die gar kein Staat ist, diese Aufgaben aber nur wahrnehmen kann, wenn sie sich wie ein Staat benimmt, was den Mitgliedstaaten dann wiederum nicht gefällt. Ein wiederum historisch völlig beispielloses Konstrukt, wird auch an der Stelle wieder eine Asymmetrie und eine fehlende Balance deutlich, die umso schwieriger zu lösen ist, als jede substanzielle Veränderung der Institutionen in einer Staatengemeinschaft nur unter den Bedingungen der Einstimmigkeit möglich ist. Was wiederum ganz praktisch bedeutet, dass jeder weitere Staat die Erfolgswahrscheinlichkeit für Vertiefung verringert. Die dritte Asymmetrie war die Dominanz der Exekutive gegenüber der Legislative und das damit verbundene Problem mangelhafter demokratischer Legitimation. Natürlich war der europäische Integrationsprozess regierungsgetrieben. Es können nicht beliebig viele Parlamente miteinander verhandeln, ob oder was Gegenstand gemeinsamer Anstrengungen werden soll. Und ein fatales, wenn auch historisch richtiges, aber demokratietheoretisch natürlich problematisches Ergebnis des europäischen Integrationsprozesses war, dass mit der Übertragung von Zuständigkeiten, die eigentlich die Länder, die Mitgliedstaaten haben, an die Gemeinschaft, die Zuständigkeit für Gesetze, für Richtlinien von Verordnungen aus den nationalen Parlamenten abwanderte in europäische Institutionen. Und jahrzehntelang bis zum Maastricht-Vertrag, der in diesem Jahr 25 Jahre alt wird, wieder ein europäisches Jubiläum, in den Europäischen Ministerrat, also die Versammlung der europäischen Exekutive, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit untereinander verhandelte, was in Europa allgemein gelten soll. Beteiligung der Parlamente keine. Das ist schon mehr als ein Schönheitsfehler gewesen. Denn das, was wir unter demokratietheoretischen Gesichtspunkten für den Mindeststandard halten, nämlich dass nichts einen allgemeinen Geltungsanspruch reklamieren kann, was nicht von gewählten Parlamenten akzeptiert worden ist,
fand in Europa, ausgerechnet in Europa, nicht oder nur in einer unzureichenden Weise statt. Das ist für die ganze Union erst wirklich gelöst worden mit dem Lissabon-Vertrag, der in diesem Jahr 10 Jahre alt wird, drittes Jubiläum, und 2009 in Kraft getreten ist, bei dem die Mitwirkung des Europäischen Parlaments an jedem europäischen Rechtsetzungsakt in genau der gleichen Weise festgeschrieben worden ist, wie das für nationale Gesetzgebung ganz selbstverständlich ist. Und ich könnte jetzt, wenn wir Zeit hätten, noch auf Besonderheiten der Mitwirkung des Bundestages an europäischen Rechtsetzungsprojekten hinweisen, die noch ein bisschen älter sind als der Lissabon-Vertrag, aber nach dem Lissabon-Vertrag auch mit der ausdrücklichen Flankierung durch unser Bundesverfassungsgericht eine Fixierung gefunden haben, die sicherstellt, dass es keine für uns am Ende geltende Rechtsetzung in Europa gibt, an der wir nicht mitgewirkt haben können. Ob wir und in welchem Umfang wir davon Gebrauch machen, ist dann wieder eine andere Frage. Die meisten von Ihnen, meine Damen und Herren, werden registriert haben, dass mit oder ohne ausdrücklichen Hinweis auf die von mir gerade genannten Jubiläen, 60 Jahre römische Verträge, 25 Jahre Maastricht-Vertrag, übrigens der erste in der Serie europäischer Verträge, in der sich diese europäische Gemeinschaft nicht mehr als Wirtschaftsgemeinschaft, sondern als politische Union versteht, bis hin zum Lissabon-Vertrag, der nicht ganz zu Unrecht auch gelegentlich als Parlamentsvertrag in dieser Serie europäischer Verträge beschrieben worden ist. Der Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, hat mit Blick auf diese Serie von Verträgen vor einigen Monaten ein Weißbuch vorgelegt, in dem er 5 Optionen für die weitere Entwicklung des europäischen Integrationsprozesses aufzeigt. Diesem Weißbuch ist gelegentlich von Kommentatoren vorgeworfen worden, das sei ein bisschen furchtsam. Die Europäische Kommission hätte gefällig sagen sollen, was denn ihre Perspektive für die weitere Entwicklung Europas ist. Statt 5 verschiedene denkbare Perspektiven nebeneinander zu legen, zu sagen, müsst ihr halt klären, was ihr wollt. Der Vorwurf ist nicht unbegründet, dennoch glaube ich, dass es klug und jedenfalls wirklichkeitsnah ist, dass die Europäische Kommission so verfährt, wie sie verfährt. Zunächst mal deswegen, weil sie mit dieser Verdeutlichung von 5 Optionen, weiter so wie bisher, weniger als bisher, aber dafür effizienter, Konzentration alleine auf den Binnenmarkt unter Ausklammerung von möglichen politischen weitergehenden Ambitionen, Europa mehrerer Geschwindigkeiten, wo verschiedene Länder, die es wollen, stärker miteinander kooperieren, ohne dass alle daran beteiligt werden müssen, und schließlich der ganz große Wurf, immer mehr Aufgaben, immer häufiger gemeinsam anzupacken. Ich halte für den größten einzelnen Vorzug dieses Papiers, dass es deutlich macht, es gibt nicht die Zukunftsperspektive für Europa. Es gibt verschiedene Szenarien. Und welche dieser Szenarien Wirklichkeit wird, müssen wir selber entscheiden. Es wird uns weder irgendeine Zukunft zugemutet, die andere für uns entscheiden, noch wird sich das, was der eine in diese und andere in andere Richtung für wünschenswert halten, ganz gewiss von selbst ergeben. Nichts wird sich von selbst ergeben. So wie auch der bisher stattgefundene Prozess kein Naturereignis war, sondern die Folge von Absichten und deren Realisierung unter den angedeuteten Rahmenbedingungen. Und dass nun diese Initiative ja auch zu ersten konkreten Reaktionen geführt hat, gehört zu den nicht ganz so zahlreichen ermutigenden Erfahrungen der jüngeren Monate. Gerade vor wenigen Tagen hat der neue französische Staatspräsident eine sehr ambitionierte Europarede gehalten, indem er gleich einen ganzen Katalog von denkbaren, konkreten, weiteren Integrationsschritten vorlegt,
verbunden mit der noch ehrgeizigeren Ansage, der einzige Weg, Europa nach vorne zu bringen, sei die Neugründung der Europäischen Union. Das halte ich nun wiederum für gut gemeint, aber vermutlich nicht für wirklichkeitsnah. Politik findet nie auf einer grünen Wiese statt, sondern immer auf vermintem Gelände. Und auch wenn mir der Anspruch nicht klein-klein, sondern groß zu denken außerordentlich sympathisch ist, spricht nichts für die Vermutung, dass die Europäische Union, die sich so entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat, auflösen wird und durch welche Art von Neugründung auch immer ersetzt werden könnte. Wir werden also an dem mühsamen Prozess nicht vorbeikommen, der unter den geschilderten Bedingungen einen Verständigungsprozess der Mitgliedstaaten voraussetzt. Mindestens erwähnen muss ich, dass es außer solchen ermutigenden Signalen, wie wir sie jetzt aus Frankreich hören, auch weniger ermutigende Signale gibt. Das gilt erstaunlicherweise insbesondere für einige der mittel- und osteuropäischen Staaten, die mit großer Begeisterung diesem europäischen Integrationsprozess beigetreten sind und nun in einer nicht zu übersehenden Weise in nationale Handlungsmuster zurückfallen und ausgerechnet in Zeiten der Globalisierung offenkundig entschlossen scheinen, den Weg ins 19. Jahrhundert zurückzumarschieren, statt gemeinsam ins 21. Jahrhundert zu gehen. Oder zu den sicher fatalsten Fehlentwicklungen der jüngeren Zeit gehört die denkwürdige Entscheidung der Briten, die Europäische Union verlassen zu wollen. Ich habe persönlich keinen Zweifel daran, dass Historiker mal dies als eine der fatalsten Irrtümer der jüngeren Geschichte bewerten werden, mit einer absehbaren, erheblichen Schadenswirkung für alle Beteiligten, möglicherweise für die Briten noch mehr als für die Gemeinschaft, die sie verlassen. Jedenfalls fehlt mir jede Fantasie, wie sich die Erwartung der Mehrheit der Briten, die in einem auch unter vielerlei Gesichtspunkten denkwürdigen Referendum diesem Austrittsvotum gefolgt sind, bestätigen soll, dass Großbritannien nach Austritt aus der EU souveräner sei als vorher. Die Briten werden die bittere Erfahrung machen, dass sie weder an Souveränität gewinnen noch an Attraktivität. Umso aufschlussreicher ist, sich auch noch einmal mit den Bedingungen dieses Entscheidungsprozesses zu beschäftigen und dem denkwürdig knappen Ergebnis, gegen das, nachdem es zustande gekommen war, Tausende, insbesondere von jungen Briten, in London, in Oxford, Cambridge, Manchester, Liverpool, also in den großen Städten, demonstriert haben mit Parolen: Wir sind Europäer. Englands Zukunft liegt in Europa. Die hätten übrigens alle gar nicht demonstrieren müssen, wenn sie von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht hätten. Denn in genau dieser Generation der 18- bis 24-Jährigen in Großbritannien ist die Zustimmung zu Europa nach allen Untersuchungen bei 70% und mehr. Aber mehr als die Hälfte genau dieser Altersgruppe hat von ihrem Abstimmungsrecht gar keinen Gebrauch gemacht und damit der Generation der Rentner die Entscheidung über die eigenen Zukunftsperspektiven überlassen. Das führt mich zu meinem allerletzten Punkt, nämlich der Erinnerung an eine denkwürdige Europarede, die jetzt schon 70 Jahre, genau 71 Jahre zurückliegt, nämlich die berühmte Rede, die Winston Churchill an die Jugend Europas an der Universität Zürich gehalten hat, in der er damals in einer beispielhaften Weise die Neuerfindung Europas nach den traumatischen Erfahrungen der beiden Weltkriege beschwor,
mit dem Appell, nun so etwas wie die Vereinigten Staaten von Europa zu schaffen. Und es war ein Appell insbesondere an die junge Generation, weil aus offensichtlichen Gründen von solchen Zukunftsperspektiven niemand mehr, weil länger betroffen ist, als diejenigen, die noch ein halbes oder ein ganzes Leben vor sich haben. Aufschlussreich war allerdings auch, dass Winston Churchill für einen solchen europäischen Einigungsprozess die freundliche Begleitung Großbritanniens in Aussicht stellte, weil Großbritannien an diesem Prozess selbstverständlich nicht beteiligt sein würde, denn Großbritannien gehöre ja nicht zu Europa. Dieses Missverständnis hat sich offenkundig an alle seine Nachfolger im Amt bis in die heutige Zeit fortgesetzt und ist die wichtigste einzelne Erklärung für den fatalen Prozess, den ich gerade angesprochen habe. Ja, meine Damen und Herren, das ist in einer gerafften Form meine Beschreibung des gegenwärtigen Zustandes, der Errungenschaften und gleichzeitig der Risiken, die sich damit verbinden, mit der Notwendigkeit, untereinander möglichst bald und möglichst verlässlich zu klären, was daraus eigentlich werden soll. Denn nichts davon geschieht ganz sicher. Vor wenigen Tagen hat ein Spiegelkommentator dazu eine denkwürdige, bündige Formulierung gefunden, und die will ich deswegen auch an den Schluss stellen, Nils Minkmar. Er schreibt, wenn nichts geschieht, zerfällt Europa. Wir hätten dann berechtigten Anspruch auf den Titel der dümmsten Generation, die je gelebt hat. Geboren in Wohlstand und Frieden, informiert und gebildet, verloren wir den Mut, wurde uns jede europäische Anstrengung zur Zumutung. Europa ist keine Zumutung. In Zeiten der Globalisierung ist Europa das wichtigste einzelne Versprechen. Aber für dieses Versprechen gilt wie für jedes andere Versprechen auch, es muss eingelöst werden von uns, insbesondere von Ihnen.